Dank der Smartphone-Replikation können Sie über den Multimedia-Bildschirm direkt auf die kompatiblen Anwendungen Ihres Smartphones zugreifen. Mit einem iPhone über Apple CarPlay, mit einem Android-Smartphone über Android Auto. Beachten Sie, dass Apple CarPlay ein nativer Dienst auf dem iPhone ist und Android Auto eine herunterladbare Anwendung. Bevor Sie Ihr Telefon anmelden, stellen Sie sicher, dass alle Berechtigungen aktiviert sind. Aktivieren Sie nun den Sprachassistenten Ihres Smartphones, um die Steuerung via Spracherkennung verwenden zu können. Schließen Sie Ihr Smartphone bei stehendem Fahrzeug über den USB-Anschluss an das Multimedia-System an. Dann wird Ihnen ein kleiner Kurs über die Funktionsweise des Dienstes angeboten. Stimmen Sie bei der ersten Verbindung der Nutzung von CarPlay oder Android Auto zu. Wenn diese Schaltfläche vorhanden ist, ist die Bildschirmübernahme vom Smartphone möglich. Die kompatiblen Anwendungen Ihres Smartphones erscheinen auf dem Multimedia-Bildschirm. Mit ihnen können Sie eine Route planen, telefonieren, Ihre Nachrichten abrufen oder Ihre Musik abspielen. Die Sprachsteuerung wird durch einen langen Druck auf diese Taste aufgerufen. Nach Marseille fahren. Berechnung der Strecke bis nach Paris. Sie können stets den Sprachassistenten Ihres Telefons verwenden, indem Sie ihn direkt ansprechen, ohne auf die Steuerung zu drücken. Wenn Sie wieder auf die Oberfläche Ihres Multimedia-Bildschirms zugreifen möchten, tippen Sie einfach auf dieses Symbol.